Gemeinsam mit Epona habe ich mich in die Nähe des Sora-Dorfes begeben und werde dort nun versuchen, zu dem nächsten Tempel zu gelangen. Was mich ein bisschen irritiert, ist, dass gesagt wird, also Navi hat ja erzählt von einem frostigen Wind. Ich würde also eher von einem Eistempel oder ähnliches ausgehen, was mich aber dabei eben so ein bisschen nachdenklich macht, ist, Zora verbinde ich halt mehr mit Wasser und ist dann der Eistempel, wenn es denn so sein sollte, gleichzeitig der Wassertempel, sind das einfach zwei Bezeichnungen für dieselbe Ortschaft? Ich werde es ja sehen. Erstmal muss ich da hinkommen und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch noch irgendwie eine Neuigkeit dort vor Ort. Ich meine, bei den Goronen bin ich ja auch nicht so schnell gleich zu dem Tempel gekommen, sondern musste erstmal den Goronen-Jüngling Link aufhalten, damit er mich irgendwie weiterbringt. Vielleicht ist es ja hier genauso. Ach, Octorok. Frechdachs. Hier waren wir jetzt auch noch gar nicht seitdem Link groß geworden ist. Oh. Kann es sein, dass dieser Wunderkern oder was auch immer das war, groß geworden ist? Och Mensch, kann ich die jetzt hier nicht ordentlich besiegen? Nee, so richtig nicht. Ja, dann muss ich kurz abwarten. Wobei, die sind ja nicht nur nachts da. Oder? Sag mal, so stelle ich mich denn so blöd an? Ja, jetzt ist okay. Okay, es hat geklappt, weil ich mir das doch dann nochmal ganz gerne in Ruhe hier ansehen würde. Oh! Okay. Das ist also dann wie so eine Abkürzung gedacht, ja? Okay, schön. Alles klar, dann habe ich den Überblick hier jetzt bekommen, kann mir also den gesamten Weg so weit sparen. Das ist natürlich sehr cool. Ich bin mir unsicher, ob ich in dem einen Loch, der von dem Steinkreis umgeben war, schon mal war, aber wurscht. Ja. Erstmal ab ins Reich der Zoras. Mal sehen, wie es denen mit Ganondorf ergangen ist. 7 Jahre ist es also auch her, dass ich bei den Zoras war. Jetzt bin ich gespannt, wie es hier aktuell aussieht. So, nee, da kam ich zum Hylia-See. In Ordnung. Schläft er sowas noch? Sie? Ach genau, ich musste da das Lied von Zelda, das Wiegenlied, spielen. Das ging links unten rechts. Links oben rechts. Okay. Was mir noch einfällt, wo ich ein bisschen gespannt darauf bin, ist, ich habe ja 3 Slots eigentlich für die Rüstung. Ach, Zoras Reich ist komplett vereist. Okay. Und worauf ich hinaus will, ist, ich habe ja schon 2 der Rüstung. Aber ich weiß nicht, was
die dritte sein könnte. Die normale Rüstung habe ich, habe die Goron-Rüstung. Vielleicht gibt es auch noch eine Zora-Rüstung oder eine Gerudo-Rüstung. Keine Ahnung. Und selbst dann würde mich interessieren, was sie mir bringt. Ein Steinkreis. Ich glaube, ich gehe erstmal nach unten und gucke mir da an, was hier neu ist. Okay. Vielleicht ist mit eisigem Wind ja auch erstmal nur gemeint, dass ich hier irgendwie das wieder alles enteisen muss, damit ich zum Wassertempel komme. Das kann natürlich auch sein. Ja. Mal wieder ein Dekustab, dann wird's. Ach nee, es sind nur Pfeile gewesen. Ach, ich schlitter hier sogar schon. Schön. Mario lässt grüßen. Okay, aber ich sehe hier jetzt nichts weiter. Hier war ein Shop, der ist nicht mehr öffnenbar. Heute im Angebot Fisch. Kann ich das aufsprengen, das Eis? Nee. Okay. Also ein ähnliches Schicksal wie bei den Goron. Erkennbar, es gibt einfach keine Zoras mehr in dem Laden hier. Dann wollen wir doch mal schauen, ob nicht wenigstens der König und die Prinzessin noch da sind. Und vielleicht sogar was mit Lord Yabu Yabu passiert ist. Vielleicht. Okay. Der König ist eingefroren oder durch eine Magie eingesperrt. Sprechen kann ich mir wohl sparen. Ja. Von Prinzessin Ruto ist sie jetzt aber nicht so weit zu sehen. Ja. Blöd. Zoras Quelle. Hier war ja eigentlich Lord Yabu Yabu. Ist der wenigstens noch da? Nein. Okay. Stattdessen gibt es jetzt hier Eisschollen. Ja. Ja, super. Das habe ich ja jetzt ganz besonders dringend gebraucht. Aber ich sehe ein Herzteil. Ach komm. Wie komme ich denn jetzt da wieder rauf? Ich komme nicht auf die Scheunen einzeln rauf. Kann das sein? Ja. Okay. Ich merke schon, das wird physiklastig. Schöne kleine Physikrätselchen. Da freue ich mich natürlich sehr drauf. Okay. Ach nein. Hör doch auf. In Verhältnissen ein sehr einfach zu kriegendes Herzteil. Das war ja ganz nett. Firma dankt. Nein, 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 nein. Tja. Es ist ein bisschen die Frage, wo es hingehen soll. Nee. Da bin ich gerade nicht sehr interessiert daran. Da gibt es eine Öffnung. Tja. Ich sehe jetzt aber eigentlich auch nur nach links auf dem Weg. Oder bin ich blind? Da gibt es so eine große. Ja.
denke mal, dann soll ich da vielleicht nicht so sehr schlittern. Ja, na, komm, ja. War diese Ortschaft schon betretbar, als Link noch klein war? Ich weiß es jetzt nicht. Die Eishöhle. Scheinbar nicht. Denn ich kann mich nicht an sie erinnern. Oh nein, ist das Ruto? Sieht so aus, oder? Sag mal. Nee, da ist gar keiner so richtig drin. Okay, keine Ahnung. Jo. Das hier sein soll. Sind es Gegner? Okay. Ein Eisatmer. Achte auf seinen eisigen Atem und zerschlage seine eisige Hülle so schnell wie möglich. Und wie oft kann ich noch das Wort eisig sagen? Wer weiß. Es war so klar. Was ist das denn für ein blödes Mistvieh? Einer fehlt noch. Ne, zwei sogar. Im Verhältnis, okay, Gegner. Der Rotator hier ist wesentlich schlimmer für mich. Ja. Sag mir nicht, der ist jetzt noch häufiger da drinne. Aber wirklich ein bisschen krass, dass so gar keine Form von Tutorial oder, naja, nicht Tutorial, aber Hinweis kommt, außer von Navi, von wegen, hier, guck doch mal bei den Zoras vorbei, da ist ein eisiger Wind. Nein, ich bin jetzt wieder genau. Oh. Also manchmal. Ja, ja, ja. Nicht irritieren lassen, einfach durchrennen. Das passt schon. Na, immerhin sind die nicht wiedergekommen. Das ist ja auch schon mal viel wert. Da versteckt sich ein Rubin drin, aber ich weiß nicht mal, wie ich den aufbekommen soll. Interessant. Aber schon mal gut zu wissen, das heißt dann ja eigentlich, dass auch der König der Zoras wieder enteist werden kann. Denn sonst würde ich ja vermutlich nicht an den Rubin rankommen. Also möglicherweise ein Happy End, das freut mich natürlich. Was bist du denn jetzt für einer? Ich höre etwas Schönes. Wo bist du? Bestimmt auch hinter einem dieser Dinger, ne? Ja, okay. Okay. Und von dem Ding soll ich mich einfach nur nicht treffen lassen. Ja. Kann ich versuchen. Ja. Rubin, Rubin. Bitte was. Hey.
Manu. Diese Rubine haben auch einen komischen Sound gemacht, als ich sie eingesammelt habe. Da ist die Skulltula. Komm her. Sehr schön. Okay. Da komme ich hoch. Da ist noch so ein Rubin. Ach, muss ich die einsammeln, ne? Kann das sein? Ich denke mal. Jawoll, das ist also nicht nur geldmäßig. Okay. Ich merke mir, silberne Rubine oder graue Rubine bedeuten Puzzle. Einsammeln. Rätsel. Lösung. Ist jetzt fest verknüpft. Ja. So weit, so gut. Sehr komisches Schlittern. Das macht es halt ein bisschen kurios, dass man es auch so halb abbrechen kann, aber nur so halb. Naja. Gut. Wo bin ich jetzt hier? Dann mal Schritt für Schritt. Oh nein, das. Oh. Das sind nicht so wild. Das sind vereisende Flederbeißer. Ich werd wahnsinnig. Ich werd weich hier. Na gut. Da brauche ich meine Pfeile. Also anders geht das ja gar nicht. So. Denn? Nein. Ey, wenn du mich jetzt runterschmeißt damit, dann bin ich so sauer. Also, ist mir klar. Was ist denn hier los? Ich krieg die Krise. Wow. Bis eben dachte ich noch, oh ja, das könnte ja ganz gut werden bisher. Fängt ja schon ganz nett an. Die Gegner, das kriegst du irgendwie alles hin. Und dann sowas. Aber egal. Manu. Also. Immerhin. Ist. Oh, bitte sag mir, dass hier noch irgendwas ist. Nee. Okay. So, jetzt sind immerhin die Flederbeißer weg. Ich merke mir also diese
Eisflederbeißer darf ich auf keinen Fall dalassen. Das ist blaues Feuer. Es wirkt übernatürlich, aber vielleicht kannst du es ja für irgendwas gebrauchen. Ich weiß nicht, vielleicht. Ich dachte jetzt erstmal, mache ich den Eisatmer hier platt und dann fängt der an auch zu nerven. Es ist so ein Tropfen. Okay. Also, meine Theorie wäre, dass ich jetzt mit den Pfeilen vielleicht was machen kann. Okay. Das schon mal nicht. Nö. Okay. Ich habe aber auch keine Dekostäbe oder sowas parat. Und ich könnte sie auch gar nicht nutzen in meinem also in dem Erwachsenenstatus. Aber ich brauche ja irgendwas. Ich muss ja das hier vermutlich irgendwie aufkriegen, oder nicht? One frozen wasteland later. Also dadurch, dass ich direkt so raufstarren kann, würde ich fast denken... Nein, tatsächlich mit der verdammten Flasche. Das ist... Ja. Ähnlicher Scheiß wie schon dann zu anderen Zeitpunkten mit diesen blöden Fischen. Habe ich auch ewig gebraucht, um zu verstehen, dass ich da die mit der Flasche hier einfangen kann. Aber ist okay. Ich sag dazu nichts. Immerhin habe ich es diesmal rausgefunden. So, und nu? Kann die kalte Flamme die auflösen, ja? Okay. Ist das jetzt schon der Tempel, oder wie? Tatsache. Ich habe nicht verstanden, dass das hier schon der Tempel sein soll. Ich dachte, ich komme noch hier irgendwie mit jemandem in Kontakt. Und wir bequatschen hier nochmal in Ruhe, wo es lang geht. Das heißt ja auch Eishöhle und nicht Eistempel. Ist ja auch komisch. Muss ich mir jetzt tausendmal dieses Feuer holen? Nee. Doch. Boah. Ja. Das ist ja blöd. Ich meine, wenn ich jetzt so eine Fee haben will, heißt das, ich muss mir immer eine Flasche mindestens offen halten, oder wie? Finde ich ein bisschen doof. Aber egal. So. Okay. Ja. Was ist das denn? Endlich sieht mein Kontostand wieder besser aus. Das ist erfreulich. Okay, aber jetzt freue ich mich wirklich, dass ich diesen blöden Mechanismus verstanden habe, ohne tausendmal rein und raus zu rennen. Ich werde mich jetzt noch mit einem blauen Feuer nochmal ausstatten und in den einen Vorraum gehen, denn da war noch hinter so einem hinter einem roten, komischen Ding. Mindestens hinter einem, der einen Raum versteckt. Oder nee, einen Rubin versteckt eher. Nee, es ist noch nicht der Tempel. Ich habe jetzt hier die Karte und da ist nur diese eine Ebene. Das ist noch nicht der Tempel. Nein. Okay.
Es wäre auch ein bisschen unglücklich, das Design. Also, nachdem es bisher ja eigentlich ganz gut ging. Also, ich finde das Design von diesem Gebiet nicht schön, weil ich jetzt ja immer wieder hinrennen müsste, um mir dieses blaue Feuer zu holen. Okay. Ja. Gehen wir mal da unten hin. So viel dazu. So, Pfeile. Boah, warum nicht? Okay. Ich würde ja denken, dass ich hier auch mit dem blauen Feuer dann durchkäme, aber ich weiß es nicht. Ist ja auch so rötlich. Ja. Sehr schön. Nee, das muss eine Verarsche sein. Das ist noch nicht der Tempel. Ui. Ich sehe eine Skulptur, das ist zwar sehr schön, ich muss mich aber trotzdem erstmal auf die fiesen Flederbeißer. Jetzt mach doch mal hin. Lederbeißer gehören echt in jeder Variante fast zu meinen absoluten Hassgegnern hier in diesem Spiel. Einfach weil sie so nervig sind, nicht mal weil sie schwierig sind. So. Jetzt die Skulltula holen, hoffentlich, wenn das schon geht. Nicht, dass ich noch irgendwie ein anderes Item bräuchte. Ne, das geht. Sehr schön. Okidoki. Oh, Wunsch. Ist auch egal. Auch wieder ein bisschen Nervtempel hier. Ist aber nicht so wild. Ah, da ist auch ein blaues Feuer. Ich habe schon gedacht, das käme dann nur hier und da mal. Okay. Was? Och nö, ich muss... Das kriegt er nicht gebacken. Da hochzuklettern. Okay. Okay. Hä? Willst du mich verarschen? Wie komme ich denn da hin? Brauche ich ein bisschen mehr Anlauf, oder wie? Boah. Nee. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie komme ich da noch nicht hoch. Och, Junge. Ist auch wieder gut. Ich kann nur froh sein, dass ich jetzt nicht vom Boden vereist werde oder so ein Quatsch. Ja, ich weiß es nicht. Hier komme ich nicht hoch. Dann beschäftige ich mich erstmal mit den anderen, mehr offensichtlichen. Immerhin. Kann doch nicht sein, dass er da jetzt nicht hochkommt. Och nee, wird das jetzt so eine Präzisionsgeschichte? Hm.
Ja. Ja, ich sehe das Feuer. Ich weiß aber nicht, wie ich dahin kommen soll aktuell. Ich kann die Dinge auch nicht irgendwie hinschieben oder so, ne? Ne, keine Chance. Tja, ich weiß es nicht. Bin ich ganz ehrlich. Das war doch jetzt ziemlich genau da. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Kann ich das hier verschieben? Ich kann das verschieben, oder? Jawohl. Okay. Danke. Ja. Ich habe mich eben echt schon wieder failen sehen. Also. Sehr schön. Ich soll da auch gar nicht rauf. Ich verstehe. Komme ich von hier dann auch ans Feuer schon ran? Okay, jetzt verstehe ich es wenigstens mal. Ach, dass das dann aber auch noch so kontextabhängig ist. Also ich hätte jetzt schon sehr schnell das übersehen, dass das mit einer Aktion noch belegt ist. Weil ich habe nur das hinauf gesehen am Anfang. Aber so macht es natürlich Sinn. Okidoki. Ja, ich könnte noch versuchen. Ja, aber brauche ich auch nicht. Wenn nicht, dann nicht. Ist ja auch nicht schlimm. Die Rubine sind es jetzt nicht so sehr wert, dass ich mich da zu sehr drauf versteife. Gut. So. Jetzt muss ich noch das eine wieder enteisen. Dann dürften wir hier alle haben. Wo war das denn? Ach da. Ich glaube, das war falsch. Kann hier also Räume auch wirklich komplett verkacken, ja? Ach, nö. Na denn. Dann ist es ja gar nicht mal so wild. Wo war der denn jetzt? Genau da. Okay. Ich glaube, ich bin aber dafür dann auch einfach zu ungeduldig stellenweise. Ah, ich komme nicht auf den rauf, ja. Oder? Der ist zu klein für Link. Okay. Das ist ja nicht schlimm. Dann weiß ich da Bescheid. Das ist natürlich ein bisschen blöd, weil ich jetzt mit einer anderen Art und Weise gerechnet habe, wie der eben arbeitet. Aber nicht so wild. Ich hätte eben gedacht, dass ich da einfach hoch kann. Aber dann ist es nicht so.
Ist ja auch nicht schlimm. Das ist wesentlich nervtötender, aber meine eigene Schuld. Ich darf nicht immer so ungeduldig sein und denken, ja komm, ja komm, ja komm. Press den Link mal dagegen und dann ist das immer gleich schon da. Ist ja auch meine Schuld, dass ich dann nicht sofort sehe, dass es mehrere Aktionsmöglichkeiten gibt. Egal. So, der nächste. Das sind jetzt auch alle gewesen. Damit komme ich nach unten durch. Ja. Muss ich ihn wieder wegschmeißen. Okay. Ein schönes kleines Schieberätsel. Das ist doch ganz nett. So, wie kriege ich den da jetzt hin? Erstmal nach vorne. Und dann nach links. Oder? Ah ne, der steht da im Weg, ne? Vielleicht geht es trotzdem, bin mir auch nicht ganz sicher. Ja. Ne, so wird's nix. Obwohl, dann nach links und dann wieder nach unten könnte gehen. Ich hole mir trotzdem nochmal ein neues, neue blaue Flamme. Aber ist ja nie, wenn die nicht nochmal brauchen. So, und jetzt würde ich denken, durchschieben und dann nach rechts. Ja, das sieht gut aus. Sehr schön. Dabei. So richtig gut sieht das auch nicht aus, oder? Ich habe jetzt schon wieder meine Orientierung verloren. Ist das der Anfang? Okay, könnte richtig sein. Selber schuld. Ja, aber das wird doch auf keinen Fall der Dungeon gewesen sein. Das geht einfach nicht. Dafür lief es bisher zu gut. Das kann nicht sein. Okay, dann da nochmal. Außerdem haben wir weder einen Kompass bisher gefunden, noch eine große Truhe, eine andere. Irgendwelche Schlüssel. Achso, ist eine Tür. Okay, aber einen Zwischenboss gibt es. Und zwar... Ein weißer Wolfsheimer. Lass ihn herankommen, achte auf seine Bewegung und schlage ihn, wenn er unvorsichtig wird. Ja. Das ist der merkwürdigste Dungeon, dem ich bisher begegnet bin. Eisenstiefel. Zu schwer, um zu rennen, zu schwer, um zu schwimmen. Ja, guten Tag.
Sei gegrüßt, Link. Wenn du hierher kamst, um die Zoras zu retten, so hast du den ersten Schritt getan. Doch mehr findest du hier nicht. Mit einer Ausnahme sind alle Zoras unter einer dicken Eisschicht gefangen. Ich konnte nur ihre Prinzessin retten, aber sie lief in Richtung des Wassertempels davon. Dieses Eis wurde von einer bösen Macht erschaffen. Das Ungeheuer im Wassertempel ist der Urheber dieses Unheils. Du musst das Übel beseitigen, sonst wird dieses Eis nie mehr schmelzen. Hast du Mut, den Gefahren zu trotzen, die im Tempel lauern, und die Zoras zu retten? Dann erlerne nun die Melodie, die dich zum Tempel führt. Es kam mir auch alles so weird vor. Zeit entschwindet, Menschen scheiden, im ewig wie des Wassers Fluss. In königlichen Streben reift des Kindes Mut, junger liebe Knospen erblühen groß und stark, des Wassers Kraft allein dies schafft. Lausche der Serenade des Wassers und trage sie in deinem Herzen. Du hast die Serenade des Wassers erlernt. Link, wir werden uns wiedersehen. Immer wieder großartig, diese Szene. Okay, merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig, das Ganze. Ich würde vorschlagen, ich gehe jetzt noch in den letzten Raum hinein, den die Eishöhle bietet. Und werde dann... Ja, bin natürlich auch wieder in den falschen Weg gegangen. Und werde dann diesen Part beenden für heute. Es ist schon mal gut zu wissen... meine Vermutung richtig war und hier irgendwas nicht stimmt. Was ist das denn jetzt wieder? Die Eisenstiefel könnten jetzt vermutlich helfen, weil ich dann nicht schwimmen kann. Jawohl. Du kannst unter Wasser nicht atmen. Wird dir die Luft knapp, so zieh die Stiefel aus. Jawohl. Dün, dün, dün. Aha. Das Problem ist aber, ich habe jetzt keinen einzigen... kein Feuer mehr. Was ich aber noch brauche, um in den letzten Raum zu kommen. Das heißt, ich muss noch einmal irgendwo reinrennen, mir Feuer holen und dann geht's weiter. Naja. Okay. Wo gehe ich denn am besten lang? Hier nach Norden. Ja, ich brauche auch noch ein paar mehr, sehe ich hier gerade. Hier sind auch noch welche. Das sollten wir uns nicht entgehen lassen, wenn wir jetzt hier eh schon einmal sind. Ist natürlich der dramaturgisch nicht schönste Schlussmoment, aber ich denke, das können wir schon mal so machen. So, hier gab's Eis. Und dann dürfte hier die Flamme nochmal kommen. Wobei es eigentlich ein bisschen... Boah.
over the top ist, um dafür extra nur an diese olle Flamme zu kommen, ne? Egal. Ich brauche auf jeden Fall meine Pfeile nochmal. Oh Gott, wenn das schon der Vorgeschmack ist. Naja. Deswegen, mich hat es auch ein bisschen irritiert, weil ich war mir relativ sicher, dass Sheiks Kinderlied oder was auch immer das war, was auf die Tempel... Es ist doch zum Kotzen. Du Mist, wie elendes. Einmal was von so einem wasserartigen Tempel erzählt hat und dann noch von... Gut, wobei stehen geblieben, was erzählt hatte von wegen einem Friedhof und eben einer Wüste und Wasser. Und da wäre es jetzt so komisch gewesen, wenn es einmal ein Wasser-Dings gibt und dann noch ein Eis-Ding als Verlies oder wie auch immer man das jetzt nennen will. Ist auch egal. Ich bräuchte mittlerweile mal eine vierte Flasche. Habe ich die übersehen? Sieht so aus. Die gab es bestimmt schon irgendwo mal und ich habe es einfach verpasst. Naja. Zum Glück mache ich keinen 100% Run. Weiß nämlich nicht, ob die Dinger geschmolzen bleiben, wenn ich ehrlich bin. Ich hoffe es jetzt mal. Das sieht gut aus. Ah, da gibt es auch nochmal Feuer. Da bin ich dankbar für. Geh weg. Ohne Witz. Ein Skultula. Das freut mich immer. Geh weg. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr mich die Viecher ankotzen. Warum ist denn hier jetzt aber nochmal eine große Truhe? Eishöhle ist doch durch. Der Kompass. Für die Eishöhle. Ja, ich bin doch durch. Egal. Aber das ist ein sehr schöner Raum. Hat sich noch gelohnt. Freut mich. So, Nummer 1 wäre das hier. Ja, zwei Herzteile. Sehr einfach verdient mal im Verhältnis. Bei dem Todeskarte habe ich noch immer null Ahnung, wie ich da rankommen soll. Ist aber auch nicht wild. Da bist du. Sehr schön. Ja. Ich bin mir relativ sicher, dass ich noch irgendwo was gesehen hatte. Aber ich weiß es nicht genau. Irgendwo gab es noch eine Stelle, so eine rötliche, wo
Eis wieder enteist werden müsste. Jetzt habe ich auch so ein goldenes Skultula-Symbol hierbei. Und das bedeutet dann, dass es hier auch keine weiteren gibt, richtig? Ich dachte, das gäbe es immer auf der richtigen Karte, aber scheinbar gibt es das auch auf der Karte. Ja, schön. Endlich habe ich das auch mal gesehen. Aber sehr komisch, dass ich jetzt erst den Kompass bekommen habe. Mir ist ja klar, dass die nicht komplett hundertprozentig linear aufgebaut sind, die Gebiete, aber... ein bisschen... hätte ich mir schon gehofft. So, was ist hier noch? Nichts. Einfach nur so. Dann kann man ja eigentlich auch den König wieder enteisen. Ich glaube, das machen wir heute als Abschluss. Achso, es war nur ein Fünfer. Ja, was heißt nur, aber ich habe irgendwie gedacht, oh toll, könnte ja noch ein so ein schöner grauer Rubin sein und so einen geheimen Bonusraum enthalten oder aufweisen. Naja, passiert. Ich weiß auch nicht, ob ich die Fee zum Beispiel gebraucht hätte. Jetzt war es mir hier ein bisschen schwieriger damit. Oder schwieriger als notwendig. Aber wurscht. So. Der Kompass hat jetzt nichts weiter gesagt, dass es hier noch irgendwelche Schätze gäbe. Ich sehe auch keinen anderen Raum mehr. Würde damit denken, dass wir hier alles haben. Herzteil, Skultulas. Das sieht ganz gut aus. Dann ab zum König, ihn enteisen. Und mal sehen, was es dann so gibt. Ob er uns noch auf irgendeine kleine Abenteuerreise hier schickt. Vermutlich wird die Mission sein, wir sollen seine Tochter wieder retten. Und zwar diesmal aus dem Wassertempel. Ich hoffe, dass der Wassertempel nicht so schlimm ist, wie alle immer sagen. Nur noch Show, oder? Andererseits wäre es jetzt das Einzige, was ich hier noch nicht enteist habe. Ach, was soll's. Komm. Da ist zwar nichts drunter, aber... naja, habe ich befürchtet. Das eigentlich umsonst war. Aber man weiß ja bei diesem Spiel nie. Nachher ärgere ich mich, dass ich doch irgendwas hätte machen sollen oder so. So. Ab zum König, ihn enteisen und hoffen, dass einmal reicht. Er ist ja doch ein bisschen gemächlicher und korpulenter. Nicht, dass ich nachher wirklich auch drei oder viermal diese Flamme zu ihm bringen muss. Das wäre belastend.
Gut. Ja, also diese Eishöhle, es hat mich total irritiert, dass es da eine Karte gibt. Jetzt auch noch am Ende einen Kompass. Aber zum Glück hat Sheik ja noch uns darauf hingewiesen, was es damit so auf sich hat. So. König. Komm mal wieder raus. Das war meine Fee. Oh. Ja, egal. Mal hören, was der König sagt und dann ist für heute Schluss. Oh, ich fühle mich wie neu geboren. Seid ihr es, der mich vom Eis befreit hat? Ich danke euch. Mir scheint, ihr könnt euch nicht sehr lange unter Wasser aufhalten. Als Zeichen meines Dankes nehmt bitte diese Rüstung. Mit ihr könnt ihr nun auch unter Wasser atmen. Prima. Die Zora-Rüstung. Diese Unterwasserrüstung passt nur Erwachsenen. Du kannst unter Wasser atmen. Ja, aber Junge, willst du nicht mal wissen, wo deine Tochter ist? Ah, ich verstehe. Prinzessin Ruto ist zum Wassertempel gegangen. Ja, ja. Schon. Sieht so aus. Möchtest du mir vielleicht noch sagen, wo der ist? Hä? Ist die Eishöhle jetzt doch der Zugang zum Wassertempel und deswegen habe ich da auch schon den Kompass bekommen? Ey. Ich verstehe es schon wieder nicht. Was mir noch einfällt, ist, dass ich natürlich noch mal einen weiteren diese blaue Flamme brauche, um wieder zu dem Shop zu gelangen. Aber egal. So, jetzt würde ich trotzdem gerne, bevor wir den Part abschließen, schon mal davor hinkommen. A, unten, rechts, rechts, links. A, unten, rechts, rechts, links. Werde ich damit jetzt nicht automatisch dahin gebracht? Mal gucken. Zum Hylia-See. Okay, warum nicht? Gerne. Sehr verregnet, sehr verregnet, sehr verregnet. Ist das jetzt schon der Weg dahin, oder? Was bist du denn? Also hat er mich jetzt schon genau davor hingebracht, oder? Warum ist denn hier jetzt noch ein Grab? Ein Grab. Vergib mir, darf ich dir Deko-Nüsse anbieten? 5 Stück kosten nur 20 Rubine. Nein. Ups, dann verschwinde ich besser. Das glaube ich auch. Sag mal.
Halte ein, lass mich gehen und ich verkaufe dir Pfeile. 30 Stück kosten nur 70 Rubine. Lass uns ein Geschäft machen. Nein. Die verkaufen auch immer nur zu Dreckspreisen. Das ist alles viel zu viel. Betrug. Ich will die einfach nur noch umbringen, wenn ich sie sehe. Diese Laubkerle oder wie die hießen, die gehen mir auch nur auf die Nerven gerade. Hab Erbarm. Ich kann dir einige Bomben verkaufen. 5 Stück kosten 40 Rubine. Ups, dann verschwinde ich besser. Ja, das war nicht gut. Und haben die eigentlich dann jetzt nur ein Grab dafür missbraucht? Als Versteck oder... Ich will gar nicht drüber nachdenken. Die alten Leichenflatterer. Was sind das denn? Eine schwarze Wüstenkrähe. Zerstöre diese krächzenden Widerlinge, bevor sie auf dich einhacken können. Krächzende Widerlinge, das ist ja fantastisch. Warum haben die Karotten als Schnäbel? Und jetzt hört der Regen auf. Ja, man kennt's. Natürlich. Die Arachno wieder, aber diesmal eine blaue Arachno. Im Wasser hast du kaum eine Chance, ihn zu erwischen. Locke ihn an Land. Ja. Das ist doch Verarsche. Hey. So, jetzt aber mal ehrlich, was ist hier denn noch? Ja, da habe ich ja auch eine draufgehauen. Schön. Ja, ich wollte zwar eigentlich direkt zum Wassertempel hin, aber wenn ich da mal hier noch einen kleinen Abstecher vorher. Guck mir das alles einmal an. Warum auch nicht? Erweiterte Mittagspausen sind immer was Schönes. Die verbringe ich auch gerne damit, auf Sträucher hier einzuhacken. Das müsstest du ja gar nicht machen. Nee, müsste ich nicht. Da hast du recht. Aber mach ich doch gerne. Kann ich endlich meine arme Geldbörse hier mal wieder auffüllen. So. Einfach nur noch zuschlagen. Was anderes bringt hier nichts. Ja. Okay. Da schon wieder diese olle Schild. Wie heißt das? Ah! Vogelscheuche. Ich bin Byron, das Vogelscheuchengenie, und zwar das musikalische. Wenn ich ein Lied einmal gehört habe, vergesse ich es nie mehr, Süßer. Ja, ich erinnere mich. Soll ich dir jetzt alle Lieder so vorspielen, die ich kenne, oder was? Okay. Was ist denn heute los? Sagt nicht zurecht. Also glaube ich fast nicht, dass das ist, was hier mit ihm tun soll.
Außer er möchte ganz neue Lieder hören. Das kann natürlich auch sein. Irgendwie kriege ich es heute nicht hin, dass die Konferenzspinne keinen Ton von sich gibt. Sorry. So. Oben links rechts, oben links rechts. Vielleicht dürfen es auch nur ganz neue Lieder sein. Es kann auch sein. Nee. Vielleicht auch nur die, nee, ist auch Quatsch, oder? Nee. Nein. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Ja, jetzt habe ich Pona gerufen, die freut sich schon, dass sie endlich mal einen Einsatz hier haben könnte. Und ich auch. Ja, es tut mir leid, Pona. Warum konnte ich denn jetzt mit Byron nichts machen? Ich habe dem doch schon mal irgendwie so Krams vorgespielt und das war alles gar kein Problem. Naja. So, hier komme ich immer noch nicht hoch. Okay. Fehlt hier einfach enorm viel Wasser mittlerweile. Kann das sein? Ah, das ist dann der Eingang zum Wassertempel, ja? Ach so, und deswegen habe ich die Eisenstiefel bekommen. Ich verstehe. Ja, okay. Frische? Vielleicht sollte ich Epona mal nutzen. Es kann hier eigentlich gar nicht so schlecht sein. Ist ja doch ein größeres Gebiet zum Abgrasen. Ich würde schon gerne wenigstens einmal hier so sehen, was es alles gibt. Ach so, das war die Fischer-Dings. Ja gut, ohne Wasser ist natürlich schlecht fischen. Macht Sinn. Ich höre zwar ein paar Frösche, aber so richtig viel ist hier wohl nicht zu tun. Nö. Ein paar Arachnos sehe ich. Ja. Dann würde ich denken, ist das hier wirklich schon der Eingang da unten. Da werde ich mich dann im nächsten Part mal reinbegeben, also in den Tempel. Ach, ich weiß nicht, ich habe schon ein bisschen Sorge, muss ich ja zugeben, dass ich mich hier ganz schön blamiere. Aber das gehört, glaube ich, dazu, oder? Ja, es gehört dazu. Seien wir doch mal ehrlich. Ein bisschen muss man sich ja hier auch blamieren, damit es weiter Spaß macht. Aber bevor ich mich dahin begebe, noch zwei Sachen. Und zwar will ich wieder in dieses Haus hinein, um zu sehen, ob sich hier etwas geändert hat. Und danach auf diese Wunderblüte. Hallo, ich bin gerade dabei, das Wasser aus dem Hallier-See mit einigen seltsamen Substanzen zu vermischen. Vielleicht hast du ja schon mal mit Asa, der alten Frau in Kakarikos Hexenladen, gesprochen. Sie hat viel von mir gelernt. Okay, du hast auch wirklich nichts Neues zu erzählen, Junge. Unglaublich. Dann nehmen wir doch aber gleich mal unsere Eisenschuhe sowie die tolle neue Zora-Rüstung. Und gucken uns an, was wir damit anstellen können. Ja. Bisschen Geld einsacken. Hier ist irgendwas. Ich komme da aber nicht hin.
Ein Hai. Okay. Oder kann ich hier irgendwas tun? Keine Ahnung, wozu das da sein soll. Vielleicht einfach, damit man sieht, dieser verrückte Wissenschaftler hat ein Hai als Haustier. Ich weiß es nicht. Was anderes kann ich mir gerade nicht vorstellen. Also geht's wieder hoch. Und tschüss. Und danach, was ich ja noch eben machen wollte, ist die Wunderblüte. Oder die Blüte, die aus dem Wundersamen oder Wunderbohne, keine Ahnung, wie die Dinge heißen, wenn ich ehrlich bin, so entstanden ist, was man damit machen kann. Ja, da muss ich ja noch richtig viele von den Dingern kaufen. Und da komme ich hoch. Verstehe. Da ist noch so ein... Also irgendwas habe ich da gerade noch gesehen. Das ich gerne ausprobieren würde. So. Hier würde ich gerne mal auf das Dach raufspringen. Um zu sehen, was da oben ist. Ein Herzteil, ey, das ist ja fantastisch. Ein Herzteil, jetzt hast du einen weiteren Herzcontainer. Deine Energieleiste erweitert sich. Ey, das ist so gut. Perfekt für den nächsten Tempel vom Zeitpunkt. Optimal, wirklich optimal. Sehr schön. Ansonsten hoffe ich jetzt einfach, dass ich bei dem Tempel selber nochmal... na, wie heißt es? Feen einsammeln kann. Denn ich bräuchte natürlich schon mal wieder eine. Genau, da käme ich dann auch hier rein. Okay. Ach, man kommt da doch hin damit. Hey, Typ, wir kennen uns doch. Ist aber schon lange her. Wie viele Jahre waren das? 7? Was hast du denn die ganze Zeit getrieben? Du bist mein einziger Kunde. Ich mache fast kein Geschäft mehr. Obendrein werden meine Haare... naja, egal. Na gut, willst du fischen gehen? Es kostet nur 20 Rubine. Okay, wir machen es anders. Oh nein, mir fehlt ein Wumblepack, geht zum Rand des Sees. Petri Heil. Ja, wir gucken uns nochmal an, was es hier vielleicht geben könnte. Obwohl ich nicht weiß, was es hier überhaupt so zu gewinnen gäbe. Ich würde ja annehmen, dass es hier auch irgendwie ein Herzteil irgendwann mal gibt oder so, aber ganz ehrlich. Wieso will Navi, dass ich da hereingehe? Eieiei.
sind aber schon ein bisschen kräftiger als vorher. Ich weiß auch nicht mehr hundertprozentig, wie man fischen geht, muss ich auch zugeben. Vielleicht muss ich mir doch nochmal die Anleitung durchlesen. Aber es ging. Na komm. Und wie viel Kilo ist der diesmal schwer? Naja, der wiegt etwa 7 Pfund. Willst du ihn behalten? Ja, warum nicht? Wieso will Navi, dass ich den da hingehe? Achso, ich hab schon einen. Oh Gott, aber der ist ja klein. Das ist ja ein richtig riesiger hinten zu sehen. Kann ich den noch kriegen? 3000 years later. Das ist der Fette. Komm, weiter. Oder? Ist doch der riesige. Boah, der will nicht. Natürlich will er nicht. Der wehrt sich so sehr, dass ich auch mal das tiefe hier, Tiefenwasser hier sehe. Die tiefe See. Des Heidea-Sees. Alter, der bewegt sich null. Null. Ich drück die ganze Zeit nach hinten, drück A. Und er lässt mich hier auflaufen ohne Ende. Ja, weiß ich nicht. Ich könnte wetten, die Schnur reißt gleich. Und dann reißt mir der Gewinnsfaden. Wäre natürlich auch super, wenn einfach ein Fisch käme und die Schnur durchbeißt. Warum nicht? Wäre doch ein lustiger kleiner Nebeneffekt hier. Nee, das gibt's nicht. Das ist schlimmer als bei Mario Kart mit nach hinten gehen. Wenn man sich so in seinen Sitz hinein schließt. Alter, der kommt einfach kein Stück mehr entgegen. Wirklich null. Vergräbt er sich da in den Sand oder was ist da los? Egal, was danach passiert. Ich muss diesen Part aufhören. Das gibt's einfach nicht. Ich sitze hier noch 10 Stunden, wenn das so weitergeht. Schon mal froh, dass der immerhin nicht gerissen ist. Bislang. Wie kann der so viel kämpfen? Der ist nah, oder? Kommt, Papa! Ich hab echt Angst, dass der noch reißt. Oh Gott! Göttlich! Dieser Fisch ist ja riesengroß. Der passt in keine Pfanne. Er ist sogar für meine Waage zu groß. Er wiegt bestimmt 20 Pfund. Du willst ihn bestimmt behalten, oder nicht? Ja, klar, behalten. Ja. So, mal sehen, was es dafür jetzt gibt. Ob es dafür irgendwas gibt oder ob das ein totaler Reinfall war, so, dann werde ich so sauer. Unglaublich. Na, wiege meinen Fisch. Wow, das ist ja ein Prachtkerl. Sieht ganz nach einem neuen Rekord aus. Und er wiegt 20 Pfund. Und mein Preis ist... Die goldene Schuppe. Begib dich ins Wasser und drücke A. Jetzt kannst du sehr tief tauchen. Hey, hey, du kannst die Angel doch nicht einfach mitnehmen. Wenn du aufhören willst, dann bringe sie zum Angelverleih zurück. Ganz im Ernst. Ja, sorry, ich dachte, das kommt dann automatisch. Mir reicht's. Tschüss.
verstehe aber noch nicht hundertprozentig, wofür ich diese Schuppe brauche. Ja, obwohl doch, es könnte natürlich sein, dass dann so ein Zwischeneingang ist. Also, dass man schon sehr tief tauchen muss, aber irgendwie in die Mitte von irgendeinem Gang rein muss, damit man dort ja, durchkommt und deswegen nicht ganz am Boden sein darf. Vielleicht sowas. Keine Ahnung. In jedem Fall sehr schön, dass wir das auch noch heute geschafft haben. Das freut mich sehr. Und damit sehen wir uns beim nächsten Teil vor dem berühmt-berüchtigten Wassertempel und werden dort hineingehen. Ich habe Angst, na, wie vermutlich auch, denn sie erzählt uns erneut, wie furchtbar schwer diese Eisenstiefel aussehen. Und furchtbar schwer wird sicher auch der Wassertempel. In diesem Sinne, bye bye, viel Spaß auch im nächsten Part. Bye.